irgendeine Szene, irgendwas, ne? Also sowieso, aber irgendwas Storymäßiges passiert hier. Oh. Sorry we're late. It's okay. You got here as fast as you could. The organization claims to have their 13 darknesses. Do we believe it's true? I don't know. But there's something else they keep mentioning. They're after a new 7 hearts, which seems to be code for let's go bother more princesses. Well, as the original princesses of hearts, time for protecting the pure light has ended. They have passed the light to others. Our enemy must certainly be cognizant of this. If the new 7 hearts is what they wish to call them, so be it. But Kairi hasn't passed on her power. Is she one of the new 7? She must be. But still, she chose to wield a Keyblade and fight with us as one of the Guardians of Light. Also müssen die so oder so nur 6 finden. Hey, at least we tracked down Ventus. Vanitas told us that he's inside Sora's heart. Ja, super. And so did Ansem the Wise and his data, so it almost certainly must be true. Was ist denn für eine verzögerte? We can rescue Ven. Maybe. Except Aqua's the only one who knows where he's hidden. We still have to find her first. I'll go. What? Is that wise? You need the power of waking, Sora. Do you have it? No. Probably not. Without that power, you are not ready to face the realm of darkness. Come on! What's so funny? Sorry. Master Yen Sid knows you a little too well. He said you'd try to stage a half-baked rescue. Macht ihr euch überhaupt nicht lustig? Sora, huh? I know you're volunteering because you're worried about me and Mickey. Yeah. Well, thanks. But the power of waking's important. You can come to the rescue once you've got that. Sound fair? Yeah. All right. But be safe. No reckless stunts. Yes, sir. Macht eure Schlüsselschwerter nicht wieder kaputt. No, not exactly. He just doesn't think. If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku, that would be a good start. I'm listening now. Very good. Sora will continue his journey to build his powers, while Mickey and Riku will focus on the search for Aqua. Yes, sir! Alles klärchen. Also wir machen genau mit dem weiter, was wir vorher schon gemacht haben. Gut. Daumen nach oben. Währenddessen bei den Bösen. So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime. So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it. Xehanort doesn't care about you or me. To him, we're nothing but empty husks. The old organization was the same. Xehanort needs 13 vessels to hold his essence. Und dann gehen die Dinger aus, oder was? Not me. You up for another coup? Please, you couldn't do it last time. You gotta play it smart, like me.
Und da ist er. What? You're not smart? Well, you heard what Marley said. I don't have to be smart. Or capable, or likable, or attractive. A cereal bowl would make a better vessel. Whoa now, you are way out of line. I am extremely imposing, when I want to be, which is admittedly almost never. Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not. I got benched. Huh? Saix brought Vexen on board. They must be planning to use replicas. Those wind-up toys? Oh no. Es wäre interessant, die alten Mitglieder so zu sehen. I mean, one stole my spot. Of course it stole your spot. You're dumb as a brick. Hardy har. Vexen's latest replicas are no mere puppets. The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype. The next replica, the one crafted from Sora's memories, was real enough to join our ranks. And Vexen claims the new ones will be human in every way, if he ever finishes them. Oh. The thing is, I kinda told Sora and his nitwits that we're ready. My bad. Let them believe as much. Euer Anführer ist ja. Xemnas. If they think that we have all 13 darknesses, then they will panic. And panic leads to a lack of preparation. Yeah, totally. Why is this thing a member again? Hey now, pointing is rude. The first 6 members of the original organization were all apprentices to Ansem the Wise. Yeah. And the 7th and 8th members joined thereafter. The 13th member was Roxas, a Keyblade wielder. So, what about you? How do you suppose I chose numbers 9 through 12? Because our hearts are uber powerful. Wrong. Well. You have been brought together for another purpose. What? So that we can rot away on the bottom rung. Oh, hi. You're in too? Wieder, what is this organization rehash? I happen to play an important role. No one benched me. You were listening? So not cool. One must hold one's cards as long as necessary. Das ist so interessant gerade. Role, that stupid box that Zigbar claims is real, but won't tell us a thing about. You'll just have to ask Zigbar that. Now then, Xemnas, what is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake. You four are going to reveal your greatest secret. The ancient Keyblade legacy that slumbers within you. Huh? Hmm? Hmm. Okay. Oh, diese Maskenträger von vor 1000 Jahren. Hey Sora, you got more worlds to visit. Okay, das ist interessant. So, jetzt erstmal deinen Gummijet erreichen. Alter, da waren interessante Cutscenes. So, hier haben wir die Karibik und San Francisco. Okay. War das heißt, wir gehen in die Karibik als nächstes. So, 34. Was zum... Oh. Wie? Nein. So. Cool. Dann gib mal ja, noch einen auf Magie spezialisierte Dingens wieder. Ja, die Cutscenes waren richtig interessant. Ich liebe es, wenn die Story so weitergeht. Anscheinend
sind die Organisationsmitglieder, die ganzen Cutscenes mit den Organisationen. Ich habe gar nichts gesehen. So, ich muss mal gucken, wer ist jetzt alles in der echten Organisation, wenn ich. Hey, Dings hat man hier gar nicht gesehen. Luxord. Ein Reservemitglied der echten Organisation. Okay. Also die sind Nachfahre von diesen. Diese Typen, die hier diese Tiermasken getragen haben. Aus Chi, Kingdom Hearts Chi. Dieser Film. Okay, boah, ich liebe es, wenn da sind so Sachen, die hat man natürlich nicht von den Trailern her gewusst, ne? Und jetzt droppen die ja sowas und boah, richtig geil. So, machen wir hier mal irgendwas. Oder folgt Olympiade. Okay. Für mich geht's da oben nicht weiter. Warum kann ich mit ihnen nicht schneller laufen? Es nicht. Da unten geht es irgendwie schneller, aber okay, Mickey ist echt so schnell, also. Da will ich noch mal machen, komm. Okay, Mickey ist echt so schnell. Ich dachte die ganze Zeit, ich war Mickey, deswegen. Okay. Wart, boah. Ich hab die frechen Kätzchen und leg sie zurück in Mickeys Katzenkorb. Ich glaube, ich werde da den zwei Parts hier einteilen, also. Hey. Einfach nur, weiß ich nicht. Wegen den Cutscenes hier. Oh. Ja, mach ruhig kaputt. Ja, nur hat Mickey Maus Zeichner an. Gut. Arendelle. Kann ich mich zum Schloss da importen? Entschuldigung. Ich muss davon noch jetzt ein Foto machen, ne? Das möchte ich gerne machen. Oh, ich finde die, ich fand die Cutscene gerade richtig gut. Ich liebe es, wenn die Story sofort, wenn die weitergeht, die Story. Das werden Sachen enthüllt, die man noch nicht irgendwie aus Trailern und so gesehen hat. Oh, richtig geil. Okay. Dann gucken wir mal, ich muss doch dieses Ding fotografieren, ne? Das Schloss, glaube ich. Und noch irgendwas anderes. Irgendwas anderes fehlt mir, glaube ich, noch, oder?
Das rostige Talfahrt freischalten. Sprich mit deinen Freunden im Eisbad, um loszulegen. Okay, der ist immer noch da. Ach ja, von Olaf musste ich ein Foto machen. Olaf, and I like warm hugs. Let's see. Ooh, is that some sort of spyglass? Also, ihr müsst schon beide in die Kamera gucken. Ooh, is that some sort of spyglass? Ja, da muss ich ein Foto von einem Schloss machen. Ich fand auch gut, dass die ganzen Mitglieder so schockiert waren, als sie irgendwie gehört haben, was? Wir sind was? Kann man da rein? Nö. Gerade geht aber da weiter. Und ich habe einen Schlüssel, ich kann halt aufmachen. Drei Waren, alles klar. Oh, ich kann wieder. Wie sieht es denn hier mit aus? Das muss mal weiter hochgelevelt werden. Dann weiter hochleveln, ne? Ja. Hm. Diesen grünen Kerl kenne ich doch. Ach, davon habe ich schon ein Foto gemacht. Cool. Sehr gut. Ich habe die Mission gar nicht gesehen, dass wir die haben. Und ist ja später aufgetaucht und ich habe trotzdem schon Dings hier bekommen. Fähigkeit, Fähigkeit. Item oder was auch immer ich bekommen habe. Oh, Eiskette, wo ich anscheinend noch nicht. Davon schon mal einen hergestellt, ich glaube nicht. Gut. Miedelstein, Eiskette. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Materialien hier kaufen und dann ein paar Sachen herstellen, ne? Ich kaufe von den Steinen hier oder Splittern jeweils 10 Stück. Dürfte doch was bringen, oder? Nein, nicht ein. Nein, nicht ein. Und davon müssen wir doch hier bestimmt ein paar gute Sachen herstellen können, oder? Bokart, sie ermöglicht den Kauf exklusiver Items. Okay. Was denn? Okay. So, jetzt muss ich mal hin und her gucken, ne? Feuerreif. Blitzgarspange. Feuerreif, Blitzgarspange. Habe ich die Sachen schon? Diese, das ist nervig gemacht hier. Feuerreif, Blitzgarspange habe ich schon. Jetzt kann ich wieder zurück zum Shop. Haben sie irgendwie doof gemacht, würde ich jetzt sagen. Ja, Paladin-Ohrring, Fechter-Ohrring, Sturmfächer, göttliches Tuch. Sturmfächer und göttliches Tuch. Paladin-Ohrring haben wir. Na. No.
Oder war schon wieder. Gut, haben wir das erledigt. Blau. Sollen wir noch mal diese Rutschpartie machen? Komm, machen wir mal. Wem muss ich denn da reden da? Hey, you're back. Here, I'll show you the way. Den Berg runterschlittern. Du zeigst mir den Weg. Du schmeißt mich den Berg runter. Komm, machen wir noch einmal und am Ende mein Part. Ne, gut, okay. Mich den Fuß des Bergs zu lang. Sammle Kugeln und benutze die Boni, um einen möglichst Punkt zu erreichen. Okay, ohne getroffen zu werden von irgendwas. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das ist ziemlich gefährlich. Aber was soll's. Sehr gut. Oh, hier sind wir gar nicht durchgefahren letztes Mal. Und drauf da. Vielleicht kriegen wir aber was Schönes, ne? Hilfe. Ha, schon den gesehen. Oh Gott, oh Gott. Ich würde gerne unversehrt darunter kommen. Wäre vielleicht gut. So, hier werde ich irgendwo getroffen. Pass auf. Ach man. Da ruhig, Donald. Wir haben Führerschein mit diesem Ding, mit diesem Schild. Hilfe. Boom. Stopp. Jetzt sterben wir. Rang C. Wie war denn nur Rang C? Schätze 0 von 10. Was? Gibt's Schätze? Das bezweifle ich. Gut, dann würde ich sagen, das war's in diesem Part. Ich werde dann noch hier die Schatztruhen und Embleme wahrscheinlich dran hängen, ne? Und ich mache einen halbstündigen Part daraus, einfach nur, weil ich das Finale von Arendelle, sag ich mal, und hier das Treffen mit der Organisation hier trennen will. Und ja. Was ist da unten? Ist das eins von diesen Kirschdingern? Oh Gott. Ach man. Guck mal noch mal hier runter so. Ja, ach, da ist das Labyrinth, okay. Schon gefragt, was ist das? Ach, jetzt kommt man bestimmt an diese eine Truhe ran in diesem Labyrinth. Warte mal, holen wir uns noch. Aber schon so viel Zeit muss sein. Will ich ja nicht extra offscreen machen. Ja,
Ja, wir gehen. Wir wissen es, Goofy. Ich glaube, die nächsten beiden Welten werden die letzten sein, ne? Also, das heißt, wir nähern uns zu dem Finale. Boah. Also dann geht's, dann haben wir sozusagen den Filler mehr oder weniger hier hinter uns, die Filler-Welten, und dann geht's ja offiziell weiter mit. Ihr wisst schon. Mit der Story, was der beste Teil an Kingdom Hearts ist. So, wo war das jetzt nochmal? Irgendwie kriege ich das nicht so hin in diesem Spiel. So, habt ihr den gesehen? Gut gemacht, ne? Ach, da musste man irgendwie so hingehen mit der Schiene. Okay, alles klar. Ich sagen, ich suche jetzt hier die Dingens, die Truhen und Glücksembleme. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht im nächsten Part, wo wir dann zur Karibik gehen, nehme ich an. Ja, ich glaube schon, ne? Oh, begleitet mich nur hier kurz raus, okay? Gut. Mal zum Speicherpunkt bitte und dann, wenn es geht, raus. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. How's this? I'll help you find the next one.